Ich hoffe, dass alles geht. Gucken wir mal, ob alles läuft. Hoffen wir es einfach mal, dass alles läuft. Ich hoff's. Wir hoffen's. So, jetzt warte mal. Muss ja eigentlich jetzt. Ja, aber jetzt läuft das nicht, warte. Das läuft. Das. Yo, yo, Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Enrico Italia. Was geht ab? Peace! Servus, 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 servus. Ich muss erstmal schauen, ob da schon die Meldung kam, dass ich jetzt live bin. Das ist immer so das Ding, weißt du? Weiß nicht, ob du live bist. Ich denke aber schon, dass wir live sind. Ja, wir sind live. Also, eine kleine Real-Life-Story hier am Rande. So, ganz frisch jetzt hier. Was überhaupt passiert? Warum mache ich überhaupt so einen Livestream, so einen Late-Night-Livestream? Ich muss erstmal wieder meine Kommentare hier übrigens anschauen. Warum mache ich überhaupt diesen Livestream? Ja, weil ich einfach 1,5 Jahre lang von dieser Person verarscht wurde. Einfach mal verarscht wurde, ja. Er hat sich schon in Thumbnail gesehen, ihr hört keine Stimme. Fuck. Hört ihr Stimme? Doppelt gemoppelt, du hast Echo. Jetzt geht's aber, oder? Jetzt geht's. Stream ist wieder offline. Sind wir wieder online? Keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir wieder online sind. Ich höre euch mal kurz rein, warte. Geht es? Och nein, ich höre mich wieder doppelt. Wieso höre ich mich so hässlich doppelt? Was ist das? Ist es jetzt besser? Hört nur, ob es besser ist. Ist es jetzt besser? Ist es besser? Hallo, hallo, hallo. Test, 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 test. Test, 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 test. Test, 1, 2, 1, 2, komm, 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 please. Nichts geht, oder? Kann wieder nichts hören. I'm so fucking done. Ich muss das kurz einstellen. Geht das jetzt? So kann ich nichts aufnehmen. Jetzt muss es aber endgültig gehen, oder? Hoffen wir mal, dass es jetzt geht. 116 Zuschauer, wir gucken mal wieder, wann wir live sind. Diesmal muss es echt funktionieren. Ich meine, was ist das? Die ganze Zeit. Geht es? Hoffen wir mal, dass es jetzt geht. Oh, es hört sich besser an. Ihr könnt ja mal in den Chat reinschreiben, ob es jetzt geht. Ich hoffe, es geht jetzt. Bei mir lädt es 0, bei mir lädt es, es geht offline. Eigentlich bin ich jetzt online. Alles gut. Gott sei Dank. Geht's jetzt los. Also, kleine Real-Life-Story hier am Rande. Warum mache ich überhaupt so einen Livestream? Ich hoffe, es läuft. Der Chat ist jetzt auch da. Nice. Dann können wir jetzt endlich mal anfangen hier. Eigentlich soll es ja nicht so ein langer Stream werden. Und eigentlich habe ich auch nicht so viel vor zu labern. Auf jeden Fall habt ihr schon das Thumbnail gesehen. 1,5 Jahre wurde ich verarscht von dieser Person. Und ich will euch einfach mal ein bisschen Tipps geben fürs Leben. Und schaut auf jeden Fall immer, mit wem ihr schreibt. Ja, es ist bei mir so gewesen, dass ich halt mit dieser Person namens Aileen, nenne ich es einfach mal Aileen oder irgendjemand XY halt, war ich ja ziemlich gut. Die hat mich damals angeschrieben und meinte halt so, hey, ja, wie geht's dir so? Und wir haben halt übelst guten Kontakt gehabt auch. Und auf einmal meinte sie dann so, yo, ich kann dir leider keine Snaps schicken und sowas, weil ich wollte halt wissen, ob sie jetzt real ist oder nicht. Und ihr könnt ja auch mal gleich eure Meinung dazu schreiben, ob euch schon mal was sowas passiert ist oder nicht. Mein 1,5 Jahre ist eine heftig lange Zeit, also fast 2 Jahre sogar. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, sage ich einfach ganz ehrlich, ne? Ich bin ehrlich zu meiner Community und zu meinen Leuten auch. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte auch Gefühle für sie. Auf einmal meinte sie halt so, dann, wo ich sie damit konfrontiert habe, weil ich habe heute, muss ich ehrlich zugeben, heute nach dem Joggen, ich bin ja heute, die wir auf Instagram vorbeigeschaut haben, die wissen Bescheid, ich bin heute ein bisschen gejoggt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so, auf Instagram habe ich so eine Person dann gefunden, die dann 27.000 Follower hatte. Die heißt, sage ich hier nicht im Livestream, ich lasse sie noch auf YouTube hoch, deswegen. Auf jeden Fall nennen wir die Person einfach mal die Lara. Nennen sie einfach mal die Lara. So, die Lara hat 27.000 Follower auf Instagram und hat genau die gleichen Bilder, die mir die Person auch die ganze Zeit gesendet hat. So, dann konfrontiere ich, nenne sie wieder Aileen damit und habe so geschrieben, hey, ist das gerade dein Scheiß Ernst? 1,5 Jahre lang habe ich mit dir geschrieben, dir alles anvertraut. Wichtige Sachen auch, ne? Ich meine, wenn man jemanden richtig lang kennt, dann vertraut man einer Person auch Sachen an. Und ich achte gleich auch wieder auf den Chat. Auf jeden Fall habe ich ihr auch sehr viele Sachen anvertraut und sie meinte immer so, ja, ich bin schon ehrlich, keine Sorge, so, wird nichts passieren. Und ich Dummkopf, nicht, so muss ich einfach sagen, ich bin so richtig dumm und ich will wirklich, dass euch dieser Fehler nicht passiert, nicht so wie mir. Dass ihr einfach dann auf einmal merkt, dass die Person einfach
fake ist. Sie ist einfach fake. So richtig fake. Nicht echt oder so. Und auch nicht irgendwie gestellt oder sowas. Einfach nur richtig fake. Alle Bilder sind gefaked von ihr. Ihr ganzes Leben. So, meinte sie, lebt in Köln und so und macht einen Führerschein und sowas, will mich bald besuchen. Scheiße, wach. Alles fake und passt auf jeden Fall auf, was ihr im Internet macht. Wie gesagt, das soll nicht so ein langer Livestream werden. Einfach mal ein bisschen Real Talk am Rande. Und bei mir, warte mal kurz, ich muss wieder chatten. Bei mir ist Ende. Livecam wäre geiler. Ja, ich weiß, Livecam kommt auch bald. Ende, nein, eigentlich ist kein Ende. Wieso ist Ende? Es müsste eigentlich weitergehen, theoretisch. Auf jeden Fall habt ihr schon die Story jetzt mitbekommen, oder? Und ihr könnt ja auch mal dazu sagen, was ihr davon haltet, was eure deine Meinung dazu ist. Ich hoffe, ihr seht es. Ich weiß nicht mal schon. Theoretisch müsste es gehen, oder? Grüße aus Weingen. Servus, Digga. Der war schon letztes Mal dabei, der Emre. Der ist heftig, ey. Ich feiere dich. Ja, Mann, danke, Digga. Facecam kommt bald, ich weiß. Und wie gesagt, nochmal zurück zur Story. Ich wurde halt von ihr vollkommen verarscht. Und ich will nicht, dass euch sowas auch passiert. Deswegen passt auf, mit wem ihr euch sozusagen halt abgibt. Und checkt auf jeden Fall immer, ob die Person real ist oder nicht. Also, ob die fake ist oder nicht. Und macht nicht so eine Scheiße wie ich, dass ihr einfach der Person immer gleich alles anvertraut. Das ist richtiger Bullshit, den ich gemacht habe. Und ich wollte es euch einfach mal ein bisschen hier jetzt weiterbringen. Und man hört dich doppelt, nicht schon wieder, bitte nicht. Was ist passiert? Ich habe es eigentlich gerade erzählt, so dass ich halt von der Person voll verarscht wurde. Und ich wollte es euch einfach gleich erzählen, weil meine Community ist für mich das Wichtigste. So, wenn irgendwas bei mir im Leben passiert und die anderen das daraus was lernen können, dann will ich es denen einfach sofort zeigen, beziehungsweise mitteilen. Deswegen mache ich auch den ganzen Stream hier eigentlich. Der geht zwar nur um 8 Minuten, aber ist ja egal. Grüße aus Gladbach, yo, Digga. Was ist passiert? Nochmal, ich wurde von einer Person 1,5 Jahre lang verarscht. Die meinte, sie meinte es ernst mit mir und so eine Scheiße, ne? Und dann finde ich halt auf Instagram heraus, dass sie einfach die Bilder alle gefaked hat, dass sie ihr ganzes Leben komplett gefaked hat. Und es geht halt mal gar nicht. Grüße aus Ettlingen, servus, Digga. 187, Konzert Stuttgart. Wahrscheinlich. Rico, wie ist der Paintjob? Das ist Metallic. Da muss man dann Perleffekt drauf machen, mit Nummernschild kaufen und dann wieder zurück und dann müsst ihr dann einen roten Perleffekt drauf machen. Also ich hoffe, dass ihr was von den Livestream ein bisschen mitgenommen habt, dass ihr wisst, was ich davon eigentlich meine jetzt, beziehungsweise was da hier jetzt meine Story ist. Für die, die es immer noch nicht gecheckt haben, ich wurde halt 1,5 Jahre von der Person verarscht. Die meinte halt, ja, wie meint es ernst mit mir? Und dann finde ich halt auf Instagram heraus, dass sie halt fake ist, ja. Sie hatte auch Kontakt zu mehreren Leuten. Anscheinend hat sie noch mehrere Leute verarscht. Und deswegen will ich euch einfach nur warnen, nicht, dass ihr auch in diese Schiene halt sozusagen auch mit reinfällt. Und dass es euch auch passiert. Und weil es kann da echt was Schlimmes da auch passieren, zum Beispiel. Irgendwas kann sich für jemand ausgeben. Ja, ein alter Sack kann sich zum Beispiel für eine 19-Jährige ausgeben, eine 19-Jährige Tuss, sagen wir einfach mal. Die will sich dann mit euch treffen auf einmal. Könnt ihr euch ja denken, was dann passiert. Deswegen passt auf jeden Fall auf. Das ist hier mein Hauptthema, das ich hier einfach euch ein bisschen übermitteln will. Ich bin noch nicht der beste Livestreamer sonstiges. Ich livestream eigentlich jetzt hier zum zweiten Mal und das war auch ziemlich scheiße, beziehungsweise der Livestream ist einfach immer scheiße bei mir. Die sind einfach nicht so professionell wie zum Beispiel von anderen YouTubern, ist ja ganz klar. Aber ich finde, man kann daraus immer was ein bisschen mitnehmen, man kann daraus was lernen. Auch wenn man zum Beispiel jetzt ein Hater ist oder sonstiges, das ist ja eigentlich scheißegal. Aber ich finde es echt heftig, dass auch so viele Leute noch am Start sind. Keine Ahnung, wie wir schon wieder 1000 Likes erreicht haben, das geht doch eigentlich gar nicht. Mindblowing. ich finde es ein heftig. Sound müsste da sein. Da steht 11,5 Jahre verarscht. Ne, da ist eine 1 und dann das 1,5 ist was Getrenntes. Also 1,5 Jahre verarscht halt, weißt du? Also fast 2 Jahre, so kann man es eigentlich auch sagen. Rico, deine Geschichte gehört zu Catfish. Theoretisch schon, ne? Da hab ich die Person auch gefragt, ja, wie siehst du denn jetzt eigentlich aus? Und sie meinte dann als Begründung, warum sie es gemacht hat, ja, sie findet sich selber nicht schön. Auch wenn ihr zum Beispiel auch in der Lage seid, dass ihr euch selber nicht schön findet, dann macht nicht so eine Scheiße, wie die Person gemacht hat, wie das die Person gemacht hat, die sich dann für eine andere ausgibt, ja. Dann macht es einfach so, dass ihr mit eurem eigenen Aussehen einfach zurechtkommen müsst, beziehungsweise einfach mal, ja, damit klarkommen müsst. Ihr könnt ja zum Beispiel auch Sport machen. Ich mache auch sehr viel Sport und das hilft einfach auch.
Wenn ihr zum Beispiel irgendwie jetzt übergewichtig seid oder sonstiges, dann kann man damit auf jeden Fall was machen. Wenn es natürlich nicht, wisst Bescheid, irgendwie jetzt Krankheit ist oder sowas. Ich check's nicht. Also nochmal für dich, Schmuli. Ich wurde verarscht 1,5 Jahre lang von der Person, die sieht man in den Thumbnail, die sich für diese Person ausgegeben hat. Auf jeden Fall habe ich dann halt herausgefunden, dass die Person fake ist. Total fake. Alle Bilder waren gefaked und sowas. Und ich will heute euch das gleich sozusagen mitgeben auf dem Weg, weil sowas sollte man nicht machen. Man sollte immer aufpassen, mit wem man schreibt. Das ist auf jeden Fall sowas Wichtiges im Leben, auf jeden Fall. Ja, das kann ich euch einfach nur mitgeben. Grüße aus Hawaii. Jo, wahrscheinlich. Nee, falls ihr noch Fragen habt, dann haut die gerne mal raus. Wie heißt ihr auf Insta? Das will ich leider nicht sagen, sonst kriegt ihr einfach noch Aufmerksamkeiten. Das wollen wir natürlich alle nicht. Für mich ist das Thema jetzt eigentlich gegessen so. Ich wollte es euch nochmal ein bisschen rüberbringen, was gerade so jetzt in den letzten Tagen bzw. eigentlich heute bei mir los war. Erstmal nach dem Joggen kriege ich hier diese übelst fette Nachricht auf Instagram halt. Enrico, die Hater können sagen, was sie wollen, aber du hast einfach einen guten Charakter. Ja, danke schön, Digga. Das freut mich auf jeden Fall, dass dir mein Charakter gefällt. Ich hoffe, den gefällt anderen Leuten auch. Wie gesagt, Likes oder so will ich nicht. Müsst ihr nicht da lassen, nur wenn ihr wollt. Bin kein YouTuber, der die ganze Zeit um Likes bettelt. Das will ich einfach nicht. Na, du Armer, das passt schon. Ja, ich kann damit leben, aber ich will einfach, dass euch sowas nicht passiert, weil meine Community ist mir wirklich wichtig. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wie man schreibt halt. Und so Sachen sind halt schon gefährlich auch. Deswegen ist auch eine gewisse Verantwortung dahinter. Und ich merke gerade, hier sind richtig heftige Leute auch in der Lobby drin. Also wenn ihr mal gutes Rennenfahren jetzt sehen wollt, könnt ihr mal zuschauen weiterhin. Ich werde dann auch ein bisschen versuchen, da auch was rauszuholen. Ich meine, hier sind richtig krasse Leute drin. Manny aka YOLO ist richtig krass. Miss Samstorm. Heftige Leute auf jeden Fall. Sie sind international richtig gut im Rennen. Wieso ignorierst du mich? Ich ignoriere dich nicht. Ich habe gerade nur einfach vom Display was abgelesen. Geht der Stream bei euch? Bei mir geht der eigentlich und bei den meisten eigentlich auch. Möglich, dich zu adden? Ja. Grüße gehen raus 100%. Danke, Digga. Diese Fotze, ja, ist halt echt so. Ich denke mir jetzt auch so, warum einfach? Das muss doch nicht sein. Das muss doch einfach nicht sein. Wenn ihr übrigens hier Dreieck drückt, dann seht ihr immer, was die anderen Personen hier für Autos nehmen. Und ich glaube, ich nehme meinen Massacro. Der sieht ziemlich nice aus. Eine gemoddete Farbe von Extreme Modding, ihr wisst Bescheid. Enrico, Standard-Controller. Ich habe einen Standard-Controller. Was ist los? Ich will es eigentlich nicht nochmal sagen, ja? Wenn man... Ja, ich sag's einfach nochmal. Ich wurde halt verarscht von der Person, die ihr in Thumbnail seht, die sich für die Person ausgegeben hat, 1,5 Jahre lang. Und ich will euch einfach dafür Tipps geben, beziehungsweise, dass ihr aufpasst, dass euch sowas nicht passiert. Aber ich kann jetzt leider nicht mehr so auf den Chat achten. Ich denke, ich mache so ein, zwei Rennen noch mit und dann werde ich auch offline gehen. Weil ich will nicht, dass der Stream halt richtig lang geht. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf. So, das ist auch Curbwisting, wenn ihr wisst Bescheid, ne? Kann man auf jeden Fall mal benutzen. Und das ist eigentlich ein ziemlich freshes Rennen. Ich glaube, jetzt im Moment bin ich Dritter oder so. Ah, guck mal, wie die alle Shortshifting benutzen. Wenn ich nicht. Man merkt einfach sofort den Unterschied von den guten Leuten und den nicht so guten. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht der Beste, aber ich würde euch einfach mal Tipps geben, dass ihr auch was fürs Leben einfach auch ein bisschen mitnimmt, wo man zum Beispiel aufpassen muss. Also wenn ihr da Bock drauf habt auf so Sachen, könnt ihr das gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob sowas hilfreich ist oder nicht. Denn ich denke, ich habe auch viele junge Zuschauer, die haben halt noch nicht so viel Lebenserfahrung, wie jetzt zum Beispiel einer, der 18 ist oder 17 oder halt 20 oder sowas. Von daher, Alter, the fuck, wie geht sowas? Das geht doch. Okay. Einfach mal komplettes Rennen versaut, wie immer natürlich. Geil. Ah, scheiße, ey. Kacke, Mann. Egal. Das ist das Hauptziel von diesem Livestream wurde ja eigentlich schon erreicht, dass ich euch diese Message einfach rüberbringe. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, mit dem Massacro Rennen zu fahren, wenn man die ganze Zeit Omnis fährt und Ares 7B. Richtiger Umschnitt, ich hätte echt einen Fälzer nehmen sollen. Der ist da im Gegenzug vom Massacro noch einigermaßen okay. That sucks, man, that sucks. Damals mit Massacro habe ich so heftige Rundenzeiten hinbekommen und jetzt auf einmal gar nicht mehr. Ja, so ist das Leben, ne? Kann man nichts machen, ey, das stimmt einfach. Man muss auf jeden Fall weiter dann nach vorne schauen. Irgendwann mal kommt die richtige, keine Frage.
aber niemals aufgeben, so weißt du. Kann sein, dass manche Leute jetzt daraus gar nichts mitnehmen können. Ist auch nicht schlimm. Habt einen schönen Livestream für heute Abend, für heute Nacht. Vielleicht kommt der online, keine Ahnung. Muss mal schauen, wie ich fröhlich bin. Ich höre dich doppelt, auch bitte nicht. Bitte nicht. Das Leben ist scheiße. Ja, guck mal, es ist auch so von meiner Kollegin, also nicht Kollegin, halt Kollegin von mir, jetzt nicht beruflich, sondern halt freundschaftlich. Die studiert auch und die ist wirklich real. Der, ihr Mann, die hat geheiratet und hat auch ein Kind. So, und dann hat sie mir einfach geschrieben, das Leben ist so unfair. Auf einmal habe ich halt mitbekommen, beziehungsweise hat sie mir gesagt, dass ihr Mann Krebs hat. Ich denke mir so, warum? Der hat niemandem was getan einfach. Weißt du, der hat sich immer gut ernährt, hat immer auch sehr viel Sport gemacht. Auf einmal sagt sie so einfach, der hat Krebs. Und sie ist einfach schwanger. Das ist so richtig mies einfach. Ich verstehe echt nicht, warum sowas eigentlich auf der Welt passiert. Klar, man kann jetzt sagen, ja, Schicksal und so eine Scheiße, aber ich finde es echt unfair, weißt du, so. Es trifft immer Leute, die es eigentlich gar nicht, ich will es jetzt nicht sagen, verdient haben, aber es trifft unschuldige Leute, wo sowas einfach gar nicht passieren sollte. Vielleicht geht noch hier was, komm. Komm, bitte. Ich lese wieder gleich den ganzen Chatverlauf, beziehungsweise ich lese gleich wieder alle Comments. Bin ich mal gespannt, was sie da jetzt geschrieben hat. Nein, schreibt ihr nur Scheiße und so. Nein, ich vertraue euch schon, dass ihr keine Scheiße baut. Ich denke, morgen kommt vielleicht noch ein Video raus. So einfach just for fun. Ein schönes Video. Die 10 oder 15 Autos, weil viele haben sich auch beschwert, hey, du machst mir die gleichen Videos, ne? Top 10 und sowas. Das kann ich verstehen, ja klar. Aber ich meine ganz ehrlich, Top 10, da kann man halt so richtig vier Sachen damit machen. Man kann 10 schönsten Autos machen und sowas, habe ich alles schon gemacht. Von daher finde ich es eigentlich ganz gut, dass man da so eine Möglichkeit hat, sowas auch zu machen. Bei den ganzen Top-Sachen. Und vielleicht haue ich da einfach morgen raus die 10, 15 besten Autos mit dem besten Handling. Haben sich ja auch ein paar Leute gewünscht. Und falls ihr auch mal was auf jeden Fall wollt, was ich auf jeden Fall hochladen soll, dann könnt ihr es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. 700 Zuschauer einfach mal um fast 0 Uhr. Ist nicht mehr normal, Alter. Die Community ist so heftig, ne? So eine kranke Community. Hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas erreichen werde. Wie gesagt, das habt ihr ermöglicht und nicht ich. Klar, ich habe einen Content produziert. Aber auch nochmal riesen Dankeschön. Ich meine, wir haben fast 32.000 Abonnenten jetzt. Das sind, wenn man es jetzt mal nicht so genau nimmt, fast 40.000, also auf dem Weg zu 40.000. Und wenn man das mal wieder nicht so genau nimmt, ist es fast ein halbes Tausend Stücke Leute. Das muss man sich einfach mal geben. So, aber ist natürlich ein bisschen hochgeschätzt, ich weiß, aber trotzdem richtig heftig, was ihr auch für einfach auch für ein Feedback immer wieder gibt. Ja, da schreiben Leute, hey, ich bin dann, dank dir habe ich mich voll verändert, auch vom Rennen her, das hat mir voll viel geholfen, mach bitte weiter so. Und wenn ich sowas lese, dann denke ich mir halt ehrlich, ja Mann, das hat denen was gebracht. Das ist halt nicht so ein scheiß GTA 6 Video, wo dann kein Mensch weiß, was das jetzt eigentlich bringen soll, sondern halt nur für den YouTuber-Klicks und Fame und sowas. Sondern das hat dann wirklich was, wo die Leute auch was lernen davon. Wie so Lifehacks eigentlich, denke ich mal. Das sind eigentlich so richtige Lebens-Lifehacks, kann man sagen, für Spielen eigentlich. So GTA 5 Lifehacks. Ist eigentlich eine neue Serie. Hat noch niemand gemacht, oder? GTA 5 Lifehacks. Mussten wir erstmal patentieren lassen, so wie Mert Matan. Also, nimmt auf jeden Fall meinen Humor bitte nie zu ernst. Da haben sich auch sehr viele Leute beschwert, hey, dein Humor geht ja mal gar nicht, ne? Das ist gar nicht witzig und sowas. Ja, wenn ihr es nicht witzig findet, müsst ihr es nicht witzig finden. Ist halt so. Ist halt so. Ist halt meine Art und so. Damit bin ich groß geworden. Jetzt kommt auch noch so ein richtiges Liebeslied. Nice, Digga! Richtige schöne Playlist habe ich mir da ausgesucht, ne? So ein schönes Liebeslied am Start, was überhaupt nicht passt. Wenn man verarscht wurde, juckt den einfach nicht. Ich glaube, der einzige GTA-YouTuber, der über sein Leben was richtig erzählt. Sowas passiert echt dann nur in Italien, ey, ganz ehrlich, Alter. Ne? So richtig behindert. Ich krieg einfach nie eine ab. Oh, der macht einen Fehler. Den kriege ich noch. Ja, Digga, den kriege ich noch. Nice. Man ist denn hier nicht immer das scheiß Ziel. Okay, da ist das Ziel. So. Oh, Alter, ist das langweilig. Ich weiß, ich bin echt langweilig. Muss ich echt zugehen, ne? Ist halt so, aber ich bin real. Muss mich nicht verstellen für irgendwelche Klicks oder so. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und wenn es euch nicht passt. Oh, zarte Elf am Start, Digga. Nice.
Grüß von Max Holz und Zarter Elf. Was geht, Digga? Alles klar bei dir. Die sitzen gerade in der Bar, ne? Heftig, Alter. Machen wir Top 10 Autos der Paint Jobs. Sowas in Richtung Top 10 hast du ja noch nie gemacht. Kann man auch mal machen, ne? Wahrscheinlich. Top 10 Rennstrecken. Habe ich vor, das ist auf jeden Fall richtig nice. Hört sich richtig gut an. So schlecht war das eigentlich gar nicht. Hätte ein Fahrzeug genommen, wäre es besser. So, Enrico, hör mal, 187 Straßenmann, dann kriege ich Probleme mit GEMA, Jungs. Das kann ich nicht bringen. Ich mag 187, ich finde, die haben gute Musik auch mal. Kann man sich auf jeden Fall mal ab und zu geben. Aber, kann man halt nicht machen wegen GEMA, ne? Das ist halt die Scheiße. Top 10 realistische Autos in GTA 5. Eigentlich ist so ein bisschen jedes Auto in GTA 5 realistisch. Außer natürlich die Geschwindigkeit, die ist voll für den Arsch, finde ich. Ja, lächerlich. Merchandise? Nee, noch nicht. Ich bin auch Retainer, AMK. Hört ihr mich eigentlich jetzt doppelt oder nicht? Und wie ist eigentlich jetzt auch die Qualität vom Stream her? Die müsste jetzt eigentlich gut sein, ne? Also könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt... Schreibt einer wieder Echo? Nein, bitte nicht, ich will kein Echo haben. Bitte nicht, was hast du für ein Headset? Ich habe ein Razer-Headset. Razer, seriell ist mein Mikrofon, Razer-Kraken-Headset. Genau, das vor PewDiePie hatte. Nee, alles gut. Okay, sehr gut, doppelt leider. Dann rede ich einfach nicht so laut. Ich hoffe, dann geht's auch besser. Dann könnte ich mich ein bisschen lauter stellen. Ich bin in deinem Land. Heftig, Digga. Italiener am Start. Nee, okay, er ist ein Italiener. Dann kannst du Autos machen, die man für 400.000 gut bekommt. Also billige Autos sozusagen, ne? Ist auch eine Idee, kann man auch mal machen. Enrico, wann hattest du das erste Mal S? Digga, soll ich das raushauen? Nein. Fängt mit J an, kennst du das J? Das ist echt scheiße, ne? Aber ist halt so, weißt du, so, dann hebe ich mir erst lieber das erste Mal für jemanden auf und muss nicht gleich zu der ersten Note hingehen, weißt du? Da können dich viele anschreiben. Abonniert mich alle, ole ole, wahrscheinlich abonnieren wir dich alle. Props an dich, Digga. Erwähne mich mal. DBZLP. Nur ganz leicht doppelt. Okay, also ich glaube, wenn ich nicht so laut spreche, dann geht's eigentlich. So, ich glaube, das Rennen fahre ich noch mit und dann ist auch genug. 700 Zuschauer für fast 0 Uhr ist eigentlich richtig nice, finde ich. Auf jeden Fall Dankeschön dafür, hätte ich niemals gedacht. Ja, falls ihr mir auf Instagram folgen wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ne? Instagram Enrico_Italia. Ne, für die, die es noch nicht wissen, Enrico_Italia. Ich bin auch kein Fake oder so, ne? Und für die, die jetzt nochmal neu hinzugekommen sind, ich wurde verarscht von der Person 1,5 Jahre lang, hatte auch gewisse Gefühle für die Person. Auf einmal meint die Person halt, yo, die Bilder sind alle fake, ich bin auch fake. Also ich habe es halt selber rausgefunden auf Instagram, dass da halt eine Person ist mit 27.000 Followern. Aber das wisst ihr jetzt alle, ne? Das wisst ihr, habe ich auch schon gesagt. Chat, kann ich jetzt... Nein, oh shit, Digga, sorry. Ich will hier nicht so einen Stress haben mit den krassen Rennfahrern und ich mache hier nur Scheiße. Nimm's mir nicht ernst, Jungs, sorry. Ey, das Rennen habe ich doch schon mal gefahren, ne? Wo ich so ein geiles Battle habe mit Schnitzel. Ja, das weiß ich noch. Digga, dein Ernst, du... Du bist aber nicht lieb. Du bist nicht lieb, Digga. Alter, heftig, Mann, heftig. Guck mal, was hier abgeht, Alter. Der eine fährt hier einfach so richtig dumm rum. So ein richtiger Vollidiot ist das, ne? Läuft bei dem. N. Rupert irgendwas. Wahrscheinlich. Egal. Alter, grüß mich. Sorry, dass ich dich nicht grüßen kann, weil ich jetzt Rennen fahre. Tut mir leid, aber ich grüße bald die Leute. So, weißt du, meine Community ist einfach sehr, sehr krass. Am Eskalieren immer. Die ist richtig heftig, Alter. Beste Community auf der ganzen Welt. Würde ich niemals eintauschen gegen irgendwas. Sorry. Ich wollte nicht Auschwitz sagen, ich wollte eigentlich austauschen sagen. Aber ich wollte eigentlich nicht eintauschen sagen. Habe ich es jetzt verpennt. Egal. Boah, Mann, Alter, das ist heftig, Mann. So lange nicht mehr Rennen gefahren, außer halt in den Livestream. Und ich fahre wie ein Trottel. Was will man davon lernen? Curb Boosting halt ein bisschen. Das ist Bullshit, ganz ehrlich, Alter. Ist nicht mehr gewohnt, mit den Fahrzeugen zu fahren. Ich muss einfach mal wieder richtig aktiv in GTA 5 rennen werden. Sag mal, alle abonniert irgendjemand? Wahrscheinlich sage ich das jetzt. Wow.
Really? Miss Sam? Miss Sam, really? Du beantwortest meine Fragen nie. Ja, das liegt daran, dass ich ja eigentlich gerade nicht so auf den Chat achten kann. Ne? Das tut mir sehr leid. Aber ich achte bald wieder auf den Chat. Du wirst Bescheid. Dann geht es wieder aktiv ab. Ich war wie ein Spast, ganz ehrlich. Ich war wie der letzte Penner. Ganz, das ist lächerlich. Ich würde am liebsten einen Livestream ausmachen und dann wieder anmachen, wenn ich euch wieder richtig Renntipps geben kann, weil das ist Bullshit, was ich euch da eigentlich gerade zeige. Da lernt man gar nichts davon, außer die Kurve war gerade ein bisschen nice. Aber sonst... Okay, Kamera kann man auch mitgehen. Standard eigentlich so, ne? Kamera mitgehen, damit man nochmal ein bisschen schön die Kurve hinbekommt. Oh, wir holen langsam mit Sam auf. Aber das ist eigentlich... Nichts Krasses, sag ich jetzt mal. Von daher. Vielleicht kriegen wir ein gutes Battle mit dir hin. Das wäre ja nice. Langsam habe ich mir jetzt eingefahren. Gott sei Dank, ey. Ist denn eingefahren? Nein! Guck dir diese Scheißwand an. Guck dir diese Missgeburtwand an. Dicker. Wo fährt die hin? Tschüss, wo fährt die hin? Die fährt einfach in die Wand rein. Eigentlich ist sie richtig gut, ne, Miss Sam. Ich hoffe, die ist auch nicht so ein Faker. Ganz ehrlich, nachher ist sie auch so ein Mann. Ja, okay, muss dazu sein, die Person war ja auch nicht ein Mann, ne? War ein Mädchen, hat sich selber nicht gemocht und hat sich dann für eine andere ausgegeben. Aber trotzdem, das macht man einfach nicht. Man faked nicht irgendwelche Leute, das geht einfach gar nicht. Ich fake mich ja auch nicht für PewDiePie oder so, also als PewDiePie aus oder so eine Scheiße. Ja, was wär ich dann, Alter? Das geht doch nicht. Jeder Mensch ist einfach individuell und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise ganz okay, sage ich jetzt einfach mal. Jeder hat Vor- und Nachteile. Und Aussehen ist nicht immer das Wichtigste. So Charakter ist eigentlich das Wichtigste. Da muss man nicht immer aufs Aussehen schauen, auf Titten oder sonstiges. Die sind zwar schön, kann man was Schönes damit machen, klar, keine Frage. Aber muss man nicht immer haben. Ich meine, wenn man zum Beispiel sehr alt ist, dann schaut man ja auch nicht mehr in der Regel bei seiner Frau jetzt auf die, wisst Bescheid, ne? Sondern da geht es ja eigentlich darum, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, dass man halt, ja, sich gegenseitig kennt und sowas. Und das ist, denke ich mal, 20 Mal wichtiger, als wenn man halt nur das eine hat. Aber das eine ist natürlich auch wichtig. Wenn das nicht läuft, dann ist es auch kacke. So richtig Real Talk, Alter, ne? Richtig Real Talk. Das ist richtig behindert, egal. Langsam läuft's. Langsam läuft's, ich komme wieder ran, nice. Manny aka YOLO komme ich nicht ran, der ist einfach zu gut. Da kommt einfach kein Mensch ran, ganz ehrlich, Alter. Der ist heftig. Daniel ist eigentlich auch richtig gut. Okay, hat eigentlich nur die ganzen Rennen immer erstellt. Aber sonst... Kriegen wir den noch? Kriegen wir den? Innenseite? Vielleicht mit Shortshifting, komm. Mit Shortshifting, jetzt. Komm hier nochmal, Shortshifting. Wow, ich dachte, da kommt jemand. Komm, komm, komm. Oh, der eine hat's weggerannt. Der eine hat's weggerannt. Jawohl, inside. Komm, ich muss ihn anrufen, damit er nicht wegrannt. Okay, ist der jetzt vom Gas runter für mich oder wie? Heftig, nice, danke. Da, 822 Zuschauer, was? Was? Wie geht sowas, ne? Ganz ehrlich, Alter, 822 Zuschauer um 0 Uhr. Geht auch gar nicht. Das geht auch gar nicht. Ihr seid doch echt heftig, Alter. Also das ist das schönste Lebensgeschenk, was man einem machen kann, wenn man Menschen hat, die einen so mögen, wie man ist. Also es gibt sehr viele YouTuber auch da draußen, die sich irgendwie verstellen für ihre Videos, übelst rumschreien die ganze Zeit. Ja, da gibt es echt viele Leute. Oder halt klick einen Content machen wie GTA 6. Da kenne ich auch richtig viele Leute, auch in der deutschen Szene, die laden einfach, beziehungsweise eigentlich gibt es nicht so viele Leute, aber es gibt zwei Personen. Die eine Person behauptet zum Beispiel dann, jo, ich mag es nicht so, wenn Leute GTA 6 Content hochladen, der dann gefaked ist, machen dann aber einfach selber ein Video drüber über GTA 6. Nice, Mate, nice, das ist wirklich, ja, das kann man auf jeden Fall so machen. Ne? Ich mache auch ein Video drüber, wo ich sage, jo, ich hasse es, wenn Leute Titten ins Thumbnail machen. Zum Beispiel, ich glaube, bei dem Video wird es jetzt vielleicht so sein, wenn man da vielleicht ein paar Muchachos sieht. Aber es ist nur ein Beispiel, ne? Zum Beispiel, ich hasse jetzt Leute, die übelste Titten ins Thumbnail machen. Aber selber mache ich dann bei jedem zweiten Video ein Titten-Thumbnail. Das ist so, es widerspricht sich einfach selber, ne? Gibt keinen Sinn. Bester Mann, danke, beste Community. Kann ich einfach nur zurückgeben, ihr seid einfach nur heftig. Und wir gehen jetzt auf die 1000 Zuschauer zu um 0 Uhr.
Um 0 Uhr gehen wir auf die 1000 Zuschauer zu. Was? Das sind so viele neue Leute jetzt, ne? Ich glaube, die wissen gar nicht, was ich hier einfach laber. Also nochmal für die Leute, die neu sind und vielleicht die ganze Zeit fragen, warum hat er so ein klickgeiles Thumbnail und bla bla bla. Das stimmt doch gar nicht, was er labert. Also wärt ihr früher da gewesen, dann habe ich euch schon, hätte ich schon euch erklärt, warum ich hier das Thumbnail benutzt habe. Auf jeden Fall, ich erkläre es gerne nochmal. Ich wurde verarscht von einer Person, die sich für eine Person ausgegeben hat. Die sind ja im Thumbnail 1,5 Jahre lang, also fast 2 Jahre. Und die meinte halt, jo, wir können uns gerne mal treffen und so. Also halt nett, ne? Und ich bin kein Fake, ich habe da wirklich voll viel anvertraut auch. Ja, und dann merke ich halt auf einmal bei Instagram, dass es einfach eine Person gibt mit 27. Thanks, mate. Dass es eine Person gibt mit 27.000 Followern auf Instagram, ne? Die einfach alle Bilder hat von ihr und auch einen Proof gemacht hat, dass sie nicht fake ist. 907 Zuschauer, heftig auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für diese Aktivität hier auf diesem Kanal. Das muss man echt an der Stelle sagen. Es gibt viele Kanäle, die haben wesentlich mehr Abonnenten, aber sind auch inaktiver. Richtig heftig. Vielleicht habe ich mit dem Battle, ja, hoffentlich. Hoffentlich habe ich mit dem Battle, komm, komm, komm. Wer ist denn das? Matewiki, glaube ich, heißt er, ne? Komm, 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 komm. Oh, der will es wissen. Der will es wissen. NPC, NPC, komm, 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 komm. 943 Zuschauer. Wie viele 187er hier? Digga, ich feiere 187, keine Frage. Finde ich auf jeden Fall nice, die Musik. Die Rapper an sich kenne ich nicht alle. Da wäre ich da, Alter. Aber ich finde die Musik von denen nice. Vor allem den Hintergrund, die Hintergrundmusik von denen finde ich richtig nice. Die kann man sich auf jeden Fall mal bieten. Kollege Schwimmung. Ne, wie heißt der? Rettungsschwimmer, so heißt's. Finde ich auf jeden Fall nice. Das ist ein richtig geiler Song. So für Real Life, bzw. Real Talk Sachen kann man auf jeden Fall das verwenden. Wo ist der Typ jetzt eigentlich? Ist er weg oder wie? Jetzt hat er einen Fehler gemacht. Kommt mir noch irgendjemand ein? Nee, glaub nicht. Scheiße. Aber ich glaube, nach dem Rennen bin ich auch erstmal offline, oder? 1000 Zuschauer und der geht einfach offline, der Junge. Juckt den nicht. Nee, geht einfach nur darum, dass der Livestream nicht zu lang werden soll. Ja, wenn er zu lang wird, dann heul wieder voll hier rum. Hey, das Thumbnail passt gar nicht zum Livestream und bla bla bla. Aber ich glaube, ich lade den Livestream nachher auf YouTube hoch. Wenn natürlich dann auch die Audioqualität gut ist. Ich hoffe, man hört sich nicht doppelt oder so eine Scheiße. 1000 Zuschauer, Digga, was? Wie ist sowas möglich, ne? Einmal 1000 Zuschauer um 0 Uhr. Heilige Scheiße, Alter. Ist es heftig, Digga. Riesen Dankeschön, ganz ehrlich, ne? Heftiges Dankeschön. Das ist nicht normal, Alter. Nö, online bleiben. Grüß mich bitte, Repass Gaming YouTube. Nice, Digga. Dankeschön für 1000 Zuschauer. ich komme und er geht offline. Dann noch gehe ich nicht offline, ja? Ihr könnt immer die Rundenzeiten. Ach du Scheiße, hatte ich eine scheiß Rundenzeit mit 2,13 oder so. Wie alt bist du? 17? 1K? Ich weiß, Digga, heftig. Um 0 Uhr hätte ich niemals gedacht. So, habt ihr FA gesendet? Nehme ich nachher an. Ist Extreme Modding sicher? So, für die Leute, die nicht wissen, was Extreme Modding überhaupt ist, das ist eine Modding-Seite, die legal ist. Ja, wir sind eingetragen im Handelsregister und da könnt ihr euch legal GTA 5 Unlock ausholen. Ihr werdet in der Regel nicht gebannt. Falls ihr gebannt werdet, kriegt ihr einen neuen Account von uns. Man kann gemoddete Farben machen, die man einfach so nicht in GTA 5 hat. Habt ihr gerade schon auf dem Massaco-Rennversion gesehen? Enrico, welche Crewfalle ballert man? Habe ich leider nicht gelesen, sorry. Hast du gedacht, dass du jemals 31.000 Abonnenten hast? Persönlich habe ich das niemals für möglich gehalten, dass ich irgendwie mal 10.000 Abonnenten habe. Erst als ich so dann irgendwie mal die 12.000 Abonnenten hatte, habe ich mir so gedacht, was, 12.000 Abonnenten, geht sowas, kann doch gar nicht sein. Und dann ging es irgendwie richtig ab, lag an YouTube, muss ich ganz ehrlich sagen. YouTube hat mich da irgendwie höher gerankt und dann habe ich halt irgendwie mehr Zuschauer bekommen und sowas. Heftig auf jeden Fall, richtig heftig. Guck mal, wir sind bei 90 gestartet, dann ging es richtig weit hoch auf 200, 300, 500, 600, 700 und jetzt 1000, 1008 ist unser Rekord, heftig. Auf jeden Fall, was kann ich euch noch sagen? Passt auf euch auf im Internet, macht nicht jede Scheiße. Denkt immer nach, jo,
Kann das real sein oder nicht? Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Nicht, dass euch auch so eine Scheiße passiert wie bei mir. Das wäre richtig mies. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, bin ich glaube ich raus und fahre vielleicht noch ein bisschen so rennen. Oder bin vielleicht noch ein paar Minuten online. Ich habe keine Ahnung, ey, ganz ehrlich. Grüßen mich, bin Fame, Eugen, 1939, Yankee Unit 1. Yankee Unit, der macht doch auch so GTA 5 Content, ne? Aber richtig viel im GTA 5 Content, glaube ich. Krass, was der für Content baut die ganze Zeit. Abonnieren, please. Na, grüß mich bitte. Servus, Digga. Warum so ein Thumbnail? Okay, das ist zum Beispiel jetzt so eine Person, die neu hinzugekommen ist, denke ich mal. Warum habe ich das Thumbnail genommen? Weil ich halt von dieser Person, die ihr ein Thumbnail seht, 1,5 Jahre lang verarscht wurde. Aber ich habe den Livestream einfach gemacht, damit ihr daraus einfach was mitnehmen könnt. Dass ihr immer darauf achtet, dass ihr nicht mit Fakes schreibt, weil das wirklich gefährlich ist. Ja, es kann immer irgendeine andere Person, willkürlicher Mensch dahinter stecken, der euch irgendwas antun will. Dann müsst ihr echt aufpassen. Nicht, dass es so ein Pedo ist, ein 80-Jähriger oder sonstiges. Weil heutzutage kann sich einfach jeder für jeden ausgeben. Und da ist es einfach so wichtig, dass man sich einfach sicher ist, beziehungsweise hundertprozentig sicher ist, dass man wirklich die Person kennt. Weil, falls ihr zum Beispiel auch in dieser Situation gerade seid, ihr kennt zum Beispiel jetzt irgendeine und wisst zum Beispiel jetzt nicht hundertprozentig safe, ob die jetzt wirklich real ist oder ob die euch nur verarschen will oder sowas, da würde ich euch auf, ja, na geil, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einfach mal zu fragen, jo, kannst du ein Bild machen mit deinem Namen oder sowas? Weil wenn ihr euch dann mal zum Beispiel trifft, ja, und die Person ist dann einfach mal nicht die Person, für die sie sich ausgegeben hat, also zum Beispiel ein 80-jähriger Vollidiot, sagen wir einfach mal so, und dann irgendwas passiert. Ich will einfach nicht, dass meiner Community sowas passiert, generell, dass Leuten sowas nicht passiert. Und nimmt es auf jeden Fall nicht zu lustig irgendwie, sodass sie sagt, ja, der labert doch eh nur Scheiße. Das ist Real Talk, das ist einfach nur Real Talk, einfach nur hundertprozentiger Real Talk, auch mit schlechten Autofahren im Hintergrund. Und ich würde einfach mal sagen, dann bin ich auch bald raus, weil ihr seht, da läuft gar nichts mehr im Rennen. Da muss ich mich echt mal wieder dahinter klemmen. Das ist mies, ey. Da lernt ihr nichts. Das eine Rennen war, glaube ich, ganz okay, aber das hier geht gar nicht klar. Ne? Grüß mich mal bitte, Max. Servus, Digga. Das ist echt schwierig. Chats zu lesen und dann die ganze Zeit noch zu Auto zu fahren, aber es geht schon. Wo kann ich die Rennen finden? Also ich finde die immer halt von den internationalen Renncrews und ich bin da halt meistens auch drin. Ne? Und dann sehe ich halt immer, was die Leute so halt erstellt haben und wenn mir das Rennen halt gefällt, dann nehme ich das halt mit rein und wenn nicht, dann nicht, dann lasse ich es halt. Von daher ganz gediegen sehen. Guck mal, wie sie hier alle am struggeln sind, ey. Ich könnte eilendig fahren, nein, Spaß. Nein, nein, das nicht. Bist du Fußballfan? Nee, ich bin eigentlich. Ja, okay, was heißt Fußballfan? So, wenn WM ist oder so, bin ich natürlich für Italien. Ist ja ganz klar. Aber wenn es zum Beispiel Deutschland gegen Italien spielt, muss ich ganz ehrlich sagen, letztes Mal war ich für Italien. Haben zwar unentschieden gemacht, jetzt sind wir verloren, aber hey, Fußball ist Sport. Von daher, Bundesliga oder so, bin ich kein Fußballfan, aber international, ja, dann schon. So, wer sich mit dem Rico anlegt, hat jetzt mit uns zu tun. Dankeschön, Digga. Das freut mich zu hören, dass du da so hinterher bist. Das freut mich. 40 Minuten gestreamt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall genug. Und ich habe damit auch eine Menge Leute, denke ich mal, erreicht jetzt in der kurzen Zeit. Und die wissen auch, dass ich das Ganze ernst meine und nicht so ein Bullshit ist. Ne, passt auf jeden Fall auf, mit wem ihr schreibt, was ihr macht im Internet. Das kann alles wirklich passieren. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Haut's da rein, bis zum nächsten Video und ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr einen schönen Tag noch habt und dass euch nicht so eine Scheiße passiert wie bei mir. Nehmt das Ganze bitte nicht zu unernst, sag ich jetzt einfach mal. Morgen kommt noch ein Video, hoffe ich mal. Ready for the fight wahrscheinlich. Und haut da rein, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Livestream. Eine Ankündigung für den nächsten offiziellen Livestream ist ja der Freitag, der kommende Freitag, 20 Uhr. Da will ich auf jeden Fall was Schönes starten mit euch. Tuning treffen, vielleicht, kann ich nicht versprechen. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, was da kommt. Und ich grüße mich, Kladiger. Ich hau immer Grüße raus und sowas. Hey, Enrico, was ist passiert? Also für die Letzten, ne? Für die Letzten, die jetzt nochmal hinzugekommen sind. Ich wurde verarscht von der Person, die ihr im Thumbnail seht.
beziehungsweise ich wurde nicht von ihr verarscht. Eine Person hat sich für sie ausgegeben, meinte so, sie wäre voll real und so. Und auf einmal habe ich dann halt gesehen, dass eine andere Person 27.000 Follower auf Instagram hatte und sie davon einfach immer die Bilder genommen hat und mich sozusagen verarscht hat. Und deswegen will ich euch die Story mit auf den Weg geben. Passt auf, mit wem ihr schreibt. Seid euch immer sicher, dass ihr wirklich auch mit einer originalen beziehungsweise realen Frau oder Mann, keine Ahnung, wenn ihr gay seid, ist ja auch nicht schlimm, dass ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass sie kein Fake ist. Das ist die Intention dieses Livestreams, wenn ich es mal so sagen darf. Und da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao mit V. Peace. Jetzt aber wirklich ciao. Haut rein, ihr seid wirklich die Besten. Heftige Königin.